habe mir sehr lange überlegt, wie ich dieses Video über den Milton 1949 von Gordon MacPhail, der heute erschienen ist, einleiten soll. Es ist ein ganz besonderer Whisky, 72 Jahre alt, die ganzen 72 Jahre in einem First Fill Sherry Fass gereift. Er stammt aus Strathyla, aus einer Zeit, als die Destillerie noch Milton hieß. Die wurde erst 1951 umbenannt. Es gibt gerade mal 180 Flaschen davon und jede Flasche kostet satte 59.000 Euro. Ich habe mir viel Intelligentes dazu überlegt, aber im Endeffekt kann ich nur eines sagen: Wow, was für ein Whisky! Der ist in so vielen Belangen ganz besonders. Ich habe schon einige Whiskys probiert, die über 50, 60 Jahre alt waren, aber keiner war so frisch und lebendig wie dieser hier. Das beginnt in der Nase, die erstens einmal schon eine Wucht ist von der Komplexität und der Vielfalt, die sie hat. Aber was hier wirklich begeistert, ist, dass sie nicht abgestumpft oder träge geworden ist, sondern da ist Lebendigkeit drinnen, da ist Frische drinnen, schöne Sherry-Noten habe ich da, bisschen Vanille habe ich drinnen, aber vor allem diese Lebendigkeit, das funkelt und leuchtet in der Nase. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Und am Gaumen ist das nicht anders. Da kommen allerdings ein paar schöne Sachen dazu. Auch hier frische, frische, frische. Und einige Mentholnoten, die so vom Holz zu kommen scheinen, die den auch ja, fast frisch im Atem machen. Ein bisschen Thymian, auch wieder die Sherry-Noten. Honig finde ich drinnen. Für mich ein unglaublich breiter, unglaublich interessanter, schöner Gaumen. Und dann im Abgang habe ich wieder Süße und wieder Frische und ein ganz leichtes Rauchgefühl auf der Seite des Halses, das wahrscheinlich daher stammt, dass zu dieser Zeit in die Speyside Whiskys auch ein bisschen getorfte Gerste gemischt wurde. Es ist ein Traum von einem Whisky, wie man ihn schöner nicht haben kann und der eigentlich ja nicht von Alter erzählt, sondern von sehr viel Bewegung, Jugend, Schönheit. Ein wunderbares Ding. Natürlich mit einem fast gigantischen Preis, den von uns keiner wird so locker zahlen können. Aber ich möchte Ihnen einfach sagen, ein tolles Teil. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Slansch.